Hallo liebe Kinder, heute mal wieder ein neues Mitmachvideo mit mir. Und zwar Ostern steht vor der Tür und was bietet sich da am besten an? Natürlich Ostereier gestalten. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie man Ostereier ganz einfach marmorieren kann. Und zwar mit Nagellack. So, benötigen tut ihr dazu ausgepustete Eier, verschiedene Nagellacke. Da müsst ihr mal gucken, was vielleicht Mama in ihrem Schrank zu stehen hat. Dann Holzspieße und ein bisschen Knete. Und zwar habe ich schon mal vorbereitet, hier ein Ei aufgespießt, oben und unten fixiert mit ein bisschen Knete, damit es fest drauf ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden, und ein Wasserbehälter natürlich, das Wasser drin. So, dann nehmt ihr die Farbe, ich habe mich jetzt für zwei Farben entschieden. Einmal hier Türkis. Dann wird das hier ins Wasser so ein bisschen reingegossen. Seht ihr, das schwimmt dann auch. So, das reicht noch. Dann nehme ich die eine andere Farbe. Seht ihr, Farben ist, könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. So, und jetzt mache ich hier noch ein bisschen die Farbe drauf, so das zerläuft hier so ein bisschen. So, dann nehmt ihr das Ei und taucht das Ei in das Wasser so rein. Dreht es so, damit das Ei die Farbe annimmt und schon ist es fertig. Dann hinstellen zum Trocknen und das könnt ihr mit allen möglichen Varianten ausprobieren. Hier habe ich euch ein paar Exemplare schon mal vorbereitet und so könnte das dann aussehen, eure gestalteten Ostereier. Okay, viel Spaß beim Nachbasteln, eure Frau Meißner.